Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Star Wars Republic at War. Ich würde mal sagen, wenn wir in dem Feld weitermachen, ein, zwei Folgen, dann war's das. Was haben wir denn hier? Sieht die Map interessant aus? Ein bisschen. Die Map? Wir erwarten eure Befehle, die Map hier, Felucia, sieht kacke aus. Die kennen wir schon zu Genüge aus sehr vielen Szenarios. Die mache ich nicht selbst. Ganz ehrlich, da könnt ihr euch drauf. Nein. Da, hier. Sir. Automatisch. Päh. Einheit zerstört. What the fuck? Hab ich viel verloren? Ja, das war. Okay, gut. Gebäude wird das nenne ich. Erfolgreiche Schlacht. Sorry, aber ein bisschen muss das sein, ey. Ich meine, das können wir nicht. Ja, sonst würde ich es halt eh wieder nur mit Gunships lösen, ne? Konstruktion abgeschlossen. Oh Gott. Gibt's. Oh, ne, Moment. Ah, die kann man eigentlich mal machen, oder? Ja, komm. Da machen wir, die machen wir. Die ist nicht so schlimm. Ne, so schlimm. Gibt es eigentlich irgendwelche Bodenmaps, die ich mag? Ja, ich finde es halt immer blöd, dass die KI dann sich halt versteckt und keine coolen Schlachten hier zustande kommen. Wählt eure Verstärkung. So wie Geonosis. Das ist eine gute Schlacht. Nein. Vergesst das immer. Weißt du, du musst halt erst Bodentruppen landen. Na großartig. Mal wieder ein Planet, damit du den da cappen kannst. Damit du noch mehr runterbringen kannst. Weil, überlegt mal. Die haben, können jetzt, glaube ich, ihre kompletten 10 benutzen. Also, oder 10 oder alles, was sie halt hier haben. Und ich bin jetzt gerade auf 2 Einheitenpakete beschränkt. Das ist einfach so. Das regt mich halt zum Teil mit am meisten an Bodenschlachten auf. Minimale Verluste, maximale Erfolgsbilanz. Deshalb mag ich die nicht so. Gemacht, im Raum ist das halt. Wohin genau gehen wir? Etwas anders. Komm. Wir haben einen Bauplatz. Was nehme ich denn? Da. Für Klonkrieger ist es eine wahre Freude, Droiden auszuschalten. Lalalalalala. Die mit ihren kleinen Fußspuren im Schnee. Droiden in Position. Oh, Leute. Boom, boom. Mache Put, Put. Mache Put, Put. In Deckung gehen und Put, Put machen. Konstruktion abgeschlossen. Artillerie? Ja, Sir. Laser, ihr Klappergestelle. Bisschen mehr, bitte. Ja, ihr macht zwar schön Bereichsdamage, aber die Superkampfdrohnen interessieren uns trotzdem herzlich wenig darüber. Juhu, danke. Ihr könnt auf uns zählen, Sir. Das okay. Ich habe auch immer das Gefühl, dass die normalen Klone irgendwie, wenn man gegen die kämpft, viel stärker sind. Ja, Sir. Als hätten die irgendwelche Insgeheim-Buffs. What the fuck? Das ist Artillerie! Wir haben einen Auftrag zu erledigen. Ja, den da. Das ist doch kacke alles. Ich hol noch einen Squad. Sir. Ja, Sir. Kapazität. Wir haben einen Auftrag zu erledigen. Was? Och nö. Ach, das ist nur blöd. Wir haben einen Bauplatz erobert. Boop. Hallo. Boop. Boop. Artillerie, tu was. Rette uns. Rette die große Armee der Republik. Ich möchte mal wieder den Abzug betätigen. Mit einem Abzug. Such dir einen Abzug. Aber bitte nicht hier. Jetzt kommt das harte Fahrt, Jungs. Ja, redet schon wieder von eurem Abzug, was? Hier ist alles gesichert. Gott. Schaktak hat mich versaut. Schlechte Idee. Sir, ja, dann zahle ich dir irgendwann nochmal heim. Päh. Los, nicht sie weg. Schon einmal schön weiterlaufen. Hallo, einmal bitte kurz erschießen. Danke. Wer ist der Nächste? Abhauen. Zack, zack und tschüssi. Ich habe ein ganz mieses Gefühl. Ja, schön, du mit deinen Gefühlen. Verstärkungsposition umhängt. Das ist. Hallo, Geschütz! Umdrehen und schießen!
Tu was. Wir haben eine Landezone. Tu was, du was, du fängst. Sir, ja, Sir. Schon dabei, Sir. Da mehr. So, jetzt habe ich keine Landezone mehr. Nur eine verschrottete Blechbüchse ist eine gute Blechbüchse. Schieß sie weg. Komm her. Ich frage mich, ob in der Remake-Mod auch die Bodenkarten alle überarbeitet werden. Machen wir sie fertig. Ich hoffe es ja mal inständig. Wohin genau gehen wir? Ich kann auch gern welche aus anderen Mods nehmen, aber halt bitte nicht die Standard-Dinger. Wir haben einen Bauplatz erobert. Und dann bitte nicht mit so geringen Einheiten-Cap. Wir haben einen Bauplatz erobert. Der Schützturm wird gebaut. Was ist los denn? Wenn das hier so geht wie hier. Also nie, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Halt euch! Dieser Superkampf drin! Bum bum. Ich brauch mir die Hände. What the fuck? How is it possible? Ich dachte, das wäre unmöglich. Hier ist alles gesichert. Rücken wir zum nächsten Sektor vor. Die Artillerie, falsche Richtung. Boom. Langsam geht mir meine Infanterie da flöten. Finde ich nicht gut. Danke. Wenn ich noch eure Infanterie habe, ist alles gut. Oh Gott. Haut mal ab. Keine schlechte Idee. Los, nicht sie weg. Das sagen sie immer. Minimale Verluste, maximale Erfolgsbilanz. Das sind wir. Schon unterwegs, Sir. Immer mit dem Kopf durch die Wand. Ach, wenn die Wand ganz dünn ist, dann ist auch ein Problem. Oder dein Kopf ganz dick. Ich glaube, hier ist es sinnlos, überhaupt Fahrzeugabwehrtürme zu bauen. Lalalala. Ach, das unterhält. Oder besser gesagt, der gegnerische Held. Sterbi. Mache Sterbi. Komm, hier bauen wir noch so ein Ding. So, ihr geht jetzt mal bis hierhin gucken. Wo kommen eigentlich die ganzen Superkampfdrohnen her? Ah, lauf da, Werflag. Geh weg. Schon unterwegs. What the? Eine Luftabwehr! Ich bin stark. Ich glaube, wir werden hier noch ein paar Minuten hocken. Ja, Sir. Ich möchte mal wieder den Abzug betätigen. Gehen wir in Position. Wo wollt ihr hin, Sir? Wir haben einen Auftrag zu erledigen. Hier ist alles gesichert. Bitte dreh um! Dreh um! Was ist du? Wird nicht angezeigt. Ja, das ist Wählt eure Verstärkung. Give me more shit. Give me more heavy shit. So, jetzt haben wir gleich unseren. Für Klonkrieger ist es eine wahre Freude, Droiden auszuschalten. Dup, 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 dup. Sir, ja, Sir. Los, leg sie weg. Oh Gott. Geschützturm wurde vielleicht kriegen wir damit noch ein bisschen Heilung hin. Och, der braucht uns nicht so ewig langsam. Wir haben einen Bauplatz erobert. Aber ich habe leider keine Panzer dabei. Konstruktion abgeschlossen. Das dauert auch ein Momentchen. Infanterie brauche ich eigentlich nur hierfür. Und den Energiegenerator, um den ganzen Scheiß zu zerstören. Auszuschalten. Wer ist der Nächste? Wer der Nächste ist, guck auf deine Liste. Dafür gibt's die Listen. Verstärkungsposition. Deutschland und einer Listen! Oh Gott, schaut euch die Lecks an. Ich verstehe das manchmal echt nicht. Gut, neue Bomber sind da. Verkauft.
Gib mir nochmal das Ding. Ach, nicht dein Ernst. Gunship. Wo läuft der? Oh Gott, du sollst hier hin. Ist das so schwer? Musst du dafür im Dreieck laufen? Oder im Dreieck tanzen von mir aus auch. Boom. Ah, das bist sogar ein Fahrzeugabwehrturm. Naja. Boom. 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 Der kann wenigstens nur durch den fliegenden Berg schießen. Boom. Wunderbärchen. Und das war's. Da lang. Ich glaube, der muss hier hin. Aber der eigentlich der ganze See gefroren ist, ist vollkommen egal. Bitte einmal eine Zangenbewegung, während wir sie alle vernichten. Eine riesige Zangenbewegung. Boom. Gunship. Das darf ich aktuell stark bezweifeln bei deiner Performance. Ich muss jetzt auf die sehr aufpassen. Ihr könnt auf uns zählen, Sir. Erwartet eure Befehle, Sir. Also gehst du in Deckung? Minimale Verluste, maximale Erfolgsbilanz. Das sind wir. Oh. Hier ist angeblich noch irgendwo ein Feind. Ne, stimmt gar nicht. Ich bin rot. Wunderschön! Ich hab mich verdoppelt. Ja, bin doppelt so groß geworden, nicht doppelt so breit. Waffen bereithalten. Miep, 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 miep. Du und du, ihr mehr schießt hier rein wie nichts. Wir werden nochmal Newt Gunray umbringen. Aufrüstung abgeschlossen. General. Lolala. Ja, mehr kann ich leider nicht mitnehmen. Ja, 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 schön. Natürlich, der Beschädigte läuft mal wieder nach vorne. Ja, du kannst deinem Drang hier gern nachgehen. Geh da rein! Boom! Ich habe immer noch Angst vor Luftabwehr. Deckung! Deckung! Kannst ein bisschen dich ausbreiten. Schießen? Nicht so doof rumlaufen? Manche. Vor allem. Da. Danke. Ding ist zerstört. So, wunderbar. Das dürfte es dann gewesen sein. Mit noch den paar Infanteristen und schon ist diese Welt auch von der Tyrannei der Separatisten befreit worden. Ja, wir haben einfach wieder einen Klonsquad verloren. Also ich dachte, das wäre eine schnelle Welt. Ja, 10 Minuten später. ja, wir haben noch drei Welten. Ich muss die Armee komplett neu aufstellen. Oder wir nehmen einfach die hier. Hallöchen. Nach da oben. Hier. Ich glaube aber, wir haben eine. Wir haben eine, genau, die haben wir verloren. Ja, Primatarmee von Mace Windu, auch wenn Mace jetzt tot ist. Das tut aber nichts zur Sache. Du. Verdammt! Konstruktion abgeschlossen. Hätte ich die Pride of the Core eigentlich gut einsetzen können. Konstruktion abgeschlossen. General, wir nähern uns dem Sammelpunkt. Wir haben ja noch irgendwo Venatoren, ne? Ja, hier haben wir noch Venatoren. Da. Schon unterwegs, Sir. Das Blöde ist, da wird jetzt halt wieder die Raumschlacht getriggert.
Komm, ich zeig noch, wir hatten schon lange nicht mehr die Pride of the Core und so oft kommt die ja nicht zum Einsatz, da können wir dann hier uns gleich mal zurückziehen, so pseudomäßig. Ah, Hilfe! Konstruktion abgeschlossen. Taktisches Gefecht steht gleich starten. Bevor. Mal gucken, ob der auch direkt, sofort dann wieder eine Raumstation hat. Ist aber auch schon grausam, dass Rodia, dass wir die so lange einfach in der Hand der Separatisten lassen, obwohl die schon lange gefallen sind. Die Scouts sagen, das waren die letzten Blechbüchsen im Sektor. Droidenangriff! Ja, ja, ist wie gesagt. Okay. Ja. Oh. Er kann das gut. Vor allem die Befordernd will die ganze Flotte. Okay, okay. Tut mir leid, ich bin von dieser Entschlossenheit eingeschüchtert. Ich muss abhauen. Wehe, ich verliere auch nur ein Schiff. What the... Ich hab jetzt... Nee, ich wollte schon sagen, ich hab doch jetzt nicht den Renator verloren. Das wäre doch das Schlimmste. Nur weil ich euch mal wieder die Pride of the Core in Action zeigen möchte. Wir erwarten eure Befehle. Wir bräuchten aber noch mehr Bodentruppen eigentlich. Ja? Oder haben wir nicht irgendwo noch eine freie? Ja, doch, hier. Die, an der, die Front ist ja auch weg. Können wir nach Nalhutta. Mit Vaderchen. Und Tarkinchen. Ja. Nein. Doch. Oh. Aufbau beginnt. So total engagiert. So. Nein. Doch. Oh. Ach ja, genau. Das Weltraumcasino. Das lustige Weltraumcasino. Casino. Gebäude wird errichtet. Ah, eine Farm. Aufbau läuft. Eine Mine. Warum mache ich das? Ich krieg doch eh schon arsch viel Geld. Taktisches Gefecht steht gleich bevor. Hallo, Pride of the Core. Droiden bei Komma 25. Guten Tag. Pride of the Core. Alle Einheiten haben Menschen. Ach, das ernsthaft direkt schon wieder in der Raumstation. Willkommen im Krieg. Ja, ich weiß. Hätte ihn eigentlich erklärt. Ist die Frage. Gab es eine offizielle Kriegserklärung? War das alles konform mit der Genfer Konvention? Okay, wahrscheinlich müsste sie hier eine andere heißen, was weiß ich. Nabur-Konvention oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Komm, bewegen Sie sich, Pride. Bewegen Sie sich! Komm, schnetzel mal, vielleicht kannst du das ja schon mal. Nee, die Feelingsgeschütze sind leider noch nicht in Reichweite. Schade, Schokolade! Die braucht man wieder so arg. Komm, wir tanzen noch ein bisschen. Ah, toll, er hat alle Jäger zerstört. Und. Tada! Ne, wie komme ich hier nochmal raus? Hilfe! Ja, das ist schlecht. Du hast jetzt keinen Antrieb. Das wäre eher besser gewesen. Auf dem Schild mit den ganzen Raketen. Was ist los, General? Im Übrigen, ich meine, die KI nutzt auch die Garnison hier. Ich weiß, ich kann es halt nur nicht beweisen, weil ich nicht in den Kopf der KI gucken kann. Was haben wir denn hier? Schaut alles aller Korvetten und. Schatzbonus für Venatoren. Ja, wunderschön. Alle Systeme arbeiten im grünen Bereich. Da müsste man aber einen Mod-Entwickler fragen. Und da ich aber keinen Kontakt zu irgendeinem in dieser Mod-Entwickler habe, ist Pustkuchen. Also werdet ihr das nie erfahren. Da müsst ihr auf eure persönliche und meine Einschätzung vertrauen. Also wahrscheinlich eher auf die eigene persönliche. Ich hab keine Ahnung.
Aber kann halt sein, je nachdem wie schnell ihr dann seid mit ja, mit dem Zerstören der Raumbasis hat sie halt keine Zeit und ich weiß auch nicht, wie sehr die das priorisiert, ob die das genauso priorisiert wie wir halt, oder wahrscheinlich der Durchschnittsspieler. Weil das wäre ja dämlich, so eine starke Garnison halt jedes Mal nicht als erstes durchzutecken. Außer man macht sich irgendeine Challenge oder sowas, oder das ist eigentlich dämlich. Oh, Channels haben selten irgendwas Intelligentes an sich. Ui, ein Venator. Und oh, hat überlebt. Ne, die da. Das war mal wieder der Trenchchen. Tschüssi Trenchchen. Das ist die Raumstation gewesen und die anderen Jäger werden wahrscheinlich... Was? Der Antrieb? Ui. Hä? Hyena? Hallo, Hyena? Gut? Interessant, wie viele da noch trotzdem waren. Bodenarmee. Da hatte die extra nochmal... Also wirklich, wie gesagt, das habe ich per Absicht gemacht. Extra für euch! Was man nicht alles für seine Community macht. Sternzerstörer. Ja, dann würde ich mal sagen, die Folge ist auch wieder vorbei. Auch wenn wir jetzt nur zwei Planeten, einen durch Autogefecht, einen durch selbst erobern, erobert haben. Damit soll ich mal... Was ist das denn eigentlich? Was bewegt sich hier? Ach so, hä? Wo fliegt der denn hin? Ach so, ja, Bodenarmee. Einfach so aus Jux. Also damit sage ich dann mal vielen Dank fürs Zuschauen, gehabt euch wohl und ich hoffe, euch hat dieser letzte Einsatz der Pride of the Core gefallen, weil jetzt wird das hoffentlich nicht mehr passieren. Also, vielen Dank fürs Zuschauen, gehabt euch wohl, bleibt mir treu, wir sehen uns. Ciao.